Der erste FC Union ist jetzt endlich in der ersten Bundesliga. Herzlich willkommen hier zum Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und dem ersten FC Union Berlin live aus der Commerzbank Arena. Ich bin wieder euer Kommentator Zava Zocker und euer Spieler Isavas. Und ja, heute ist es mal ein Montagsspiel. Auch mal was anderes für Union. Hatten sie ja diese Saison noch nicht. Ja, Union weiterhin 26 Punkte. Das haut sogar diesmal hin. Spieltag ist aber der 23. und nicht der 21. Und ja, ist letztes Mal echt blöd gelaufen. Mali einziger mit Originalgesicht hier. Aber dazu gleich mehr. Erstmal die Aufstellung von Eintracht Frankfurt, Trapp im Tor. Dann Dicker, Hinteregger, Abraham. Oh, jetzt kann ich mal vorlesen. Rode und So. Dann Kostic, Gacinovic und Schändler. Und vorne dann Bastost. Ja, zu Hause gegen Frankfurt haben wir 2-1 verloren. War knapp, war ein gutes Spiel von beiden Seiten. Da hat Frankfurt sich durchgesetzt. Letztendlich mit ein bisschen mehr Glück. Ja, und mit einer besseren Torchance. Aber Union heute mal wieder mit Giekewitz, Subotic, Schlotterbeck und Friedrich in der Abwehr. Dann Lenz, Andrich, Gentner und Trimmel im Mittelfeld. Und vorne dann Böter, Andersson und Mali, wie auch zuletzt gegen, ja, gegen Leverkusen. Gegen Leverkusen war ich im Stadion. Das war erst gestern von mir aus. Wenn ihr das Video seht, dann ist es ja schon wieder Freitag. Hört man vielleicht noch ein bisschen an meiner Stimme. Und ja, Frankfurt lief ja da nicht viel besser. Die haben 4-0 gegen Dortmund verloren am Freitagsspiel. Jetzt am Montagsspiel gegen Union. Und ja, Union war die klar bessere Mannschaft gegen Leverkusen, aber hat halt leider die Tore nicht so gemacht und dann sich, ja, hinten ausspielen lassen. Das war leider ganz übel. Über 80 Minuten Leverkusen nur in die Hälfte gedrängt. Da hat Leverkusen halt in den letzten 10 Minuten und den 7 Minuten Nachspielzeit schön immer Konter gefahren und letzten Endes waren sehr effizienter beim Torabschluss und haben dadurch gewonnen. War irgendwie unverdient, aber ja, es fehlen einfach die Tore vorne. Böter und Kentner haben ja zwei geile Tore gemacht, aber irgendwie ist es mit Andersson, bräuchte vielleicht um eine Pause. Ich setze ihn hier natürlich einfach wieder ein, weil Fischer halt garantiert umhauen wird, aber eigentlich bräuchte der vielleicht doch mal eine Pause, vielleicht Ingwarzen an seiner Stelle oder so, weil er hat ja seit 8 Spielen oder 9 nicht getroffen. Das ist schon ziemlich lange und dann wurde im Stadion auch angesagt, dass Andersson, ja, jetzt Andersson, unser Top-Torschütze mit 8 Toren, ja, Böter hat jetzt schon 7 und hat aber, wenn es geht, 4 oder 5 Spiele weniger gemacht. Oh, das geht ja schon wieder gut bis hier. Da muss ich mich ein bisschen besser konzentrieren hier gegen Frankfurt auf Legende. Und ja, diesmal hält Giekewitz den. Und ja, Union eigentlich klar besser gewesen, da hätte man noch gewinnen müssen, aber Unentschieden wäre auch schon gut gewesen, aber denn die Niederlage, nachdem Böter den sogar noch zum 2-2 wieder ausgeglichen hatte, ist halt scheiße gewesen, absolut scheiße. Tja, so läuft es halt. Aber gegen Frankfurt will man jetzt natürlich punkten, wenn man gegen Leverkusen so stark war. Auch wenn die, naja, wenn die Enttäuschung groß war, aber wir Fans haben unsere Mannschaft nach dem Spiel noch gefeiert. Und so kann es so sein. Und lautstark und länger als sonst, wenn wir gewinnen sogar. Und ich hoffe, die haben einige davon mitgenommen. Oder werden einiges mitnehmen, denn auf dem Weg nach Frankfurt. In, ja, heute bei mir ist heute Sonntag. Also in 8 Tagen ist das Spiel gegen Frankfurt. Haben sie ein bisschen mehr Zeit, sich darauf vorzubereiten. Ah, das hätte ich vielleicht auch noch aufnehmen. Ich wusste nicht, dass wir so lange, also klar, immer eine gewisse Weile, aber ich hätte auch noch aufnehmen können, hatte ich jetzt nicht dran gedacht am Ende, weil man denn ja die Unioner natürlich nochmal feiern will für so eine Leistung und alles.
da hätte ich eigentlich auch für Instagram aufnehmen können, wie lange das so war. Also es war schon noch die Mannschaft richtig gut angefeuert. War echt so, wie es sein muss. 90 Minuten durchsingen und also mindestens und Nachspielzeit natürlich auch noch. Und Andersson schießt und jetzt ist der Knoten geplatzt. Sebastian Andersson trifft hier nach der langen Torflaute endlich mal wieder in der Fußball-Bundesliga und macht damit das 1:0 gegen Frankfurt mit der, ja, eigentlich ersten richtigen Chance für Union in diesem Spiel. Schön, dass er diesmal getroffen hat und freut mich für ihn. So kann es weitergehen. Aber man muss auch sagen, auch ein Weghorst, ja, ein Weghorst da von Wolfsburg hatte auch 7 Spiele nicht getroffen. Gut, er hat 2 Elfmeter reingemacht. Aber naja, hat er eigentlich unnötig Elfmeter jetzt die letzten Spiele getroffen. Wenn man jetzt so will, ohne Elfmeter hat Weghorst auch keinen Treffer gemacht eigentlich, so lange wie Andersson schon nicht. Und ja, aber wenn es dann mal wieder klappt, ist es sicherlich gut für das gesamte Team. Somit also Treffer Nummer 9 für Sebastian Andersson. Und ja, wenn vielleicht jemand einen Kommentar von mir gesehen hat, ich habe ja gesagt, aber auch hier am Anfang, er bräuchte vielleicht mal Pause. Ich weiß ja nicht, wie er denn im echten Leben spielt, aber manchmal ist es so eine mentale Sache. Ich habe auch einen Kommentar bei Facebook geschrieben, wie mein Thomas Müller durfte denn auch mal länger auf der Bank sitzen, einige Spiele. Gut, das war sehr lange denn letztendlich, da konnte er sich ja gar nicht mehr beweisen. Aber ich meine auch so generell, lief er bei ihm nicht mehr, bei Thomas Müller. Und dann läuft es jetzt wieder, nachdem er eine Weile um seinen Posten kämpfen musste, beziehungsweise auch nicht immer gesetzt war. Und weiß nicht, vielleicht macht man dann mehr Trainingseinheiten, ist nicht mental so, oh mein Gott, der Leistungsdruck, ich muss unbedingt Tor schießen, jetzt klappt das die ganzen Spiele nicht. Dann läuft er vielleicht auch mal anders. Das ist so manchmal körperlich, aber vor allem auch vom Kopf her, dass man sich da viel ausruhen muss, öfter mal aussetzen muss. Und ja, vielleicht könnte das jetzt auch bei Andersson wieder klappen, wenn vielleicht mal auch, keine Ahnung, jetzt länger kein Spiel ist. Ne? Jetzt 8 Tage lang, das ist ja von Samstag zu Montag, ist ja eine längere Zeitspanne als sonst immer, wenn sie, Sonntag oder Samstag gespielt haben, dann gleich wieder Samstag, 7 Tage. Den Tag mehr kann manchmal schon was ausmachen, wenn man sich dann vielleicht auch nochmal besser darauf vorbereiten kann. Aber gegen Frankfurt kann was gehen, hier in der Commerzbank Arena beim Montagsspiel am Abend. Das Topspiel. Bastos hat da einen guten Versuch gestartet, aber der Kopfball geht knapp vorbei. Wäre gefährlich geworden, da regt er sich auf, kann man verstehen, aber puh, zum Glück ist er nicht reingegangen und mit Andersson konnte ich den ersten direkt verwandeln. Jo, Dietewitz legt sich den jetzt erstmal hin. Und dann geht es ja auch weiter. Schönes Stadion, muss ich sagen. Er sieht hier echt schön aus. Mal sehen. Kovac hat ja gesagt, Frankfurt hat die besten Fans. Die gibt ja. Ich finde, Union hat die besten Fans. Aber ist ja klar. Wie ich sagen muss, naja, es kommt halt immer darauf an. Ne? Bei Union geht's noch. Andere Vereine, aber gut. Überall sind irgendwelche Spacken drin, die alle kaputt machen müssen. Irgendwelche Volltrottel. Aber wissen Sie, bei Union ist ja größtenteils die Mannschaft noch anfeuern, auch wenn es schief geht. Kann bei Frankfurt aussehen, weiß ich nicht. Aber eins weiß ich. Zur Halbzeitpause steht es 1:0 jetzt hier beim Spiel Eintracht Frankfurt gegen den 1. FC Union Berlin in der Commerzbank Arena beim Montagsspiel, was um 20.30 Uhr angepfiffen wurde. So viel zu den Informationen. Und dann geht es auch gleich direkt weiter. So, ein Schuss, ein Tor, Union. So kann das jetzt hier auch wirklich singen. Stimmt doch. Wir singen und spielen auf jedem Fußballplatz. Und Touré hat sich verletzt. Okay, das ist jetzt eine Zeit fürs Gucken. Ist das in der Halbzeitpause bekannt gegeben worden? Andersson. Ah!
verdammt. Ach so, jetzt weiß ich, warum es so besser geklappt hat gleich bei der ersten Chance. Letztes Mal gegen Leverkusen lief es ja, falls ihr das Spiel gesehen habt, bei mir besser. In der zweiten Halbzeit, da hatte ich ja umgestellt. Diesmal habe ich vor dem Spiel eingestellt mit schnellen Aufbau, dass die auch in die Räume laufen. Dadurch machen sie das auch, so wie jetzt gerade. Und vorher war irgendwie ausgeglichen, dann laufen die nicht in die Räume, wie ich das will. Uiuiui, das war aber eine gefährliche Grätsche. Elfmeter auf keinen Fall, aber rutscht der da ein bisschen weiter rein, dann kann es den schon geben. Frankfurt spielt aber auch, wenn sie sagen immer, ah, Union, so körperbetontes Spiel, ja, die sind halt Männer, die gehen halt richtig ran. Und setzen ihren Körper auch ein, nicht unfair, sondern einfach nur, so wie man halt im Fußball spielt. Fair mit Körper eingesetzt. Ist ja nicht irgendwie hart, dass sie jedes Mal jemanden umtreten oder sonst was. Sondern einfach mal, dass man den Körper einsetzen kann. Ich meine, wie viel machen die so viel Krafttraining alle? Und Frankfurt spielt ja auch ein bisschen mehr mit Körper, aber auch fair. Letztes Mal, als sie gegen Union gespielt haben, war ja das Freitagsspiel, da war das auch ein sehr faires Spiel von beiden Seiten, obwohl beide natürlich mit Körper hart rangehen. Da hat man ja auch gesehen, zum Beispiel Abraham gegen Streich. Das sah so lustig aus, wie der gefallen ist. Aber, war übertrieben. Aber jedenfalls, sonst im Spiel eigentlich, da war es nicht so viel natürlich, aber gegen Union eigentlich sehr fair gespielt. Und sich auch gegenseitig den Respekt gezeigt, den man eigentlich voneinander auch haben kann, wenn man sieht, was beide für eine Leistung bringen. Ich würde sagen, ich könnte gleich Reierson bringen, aber ich wette, der ist wieder nicht automatisch auf der Bank, weil ich auch immer nicht verstehe bei FIFA, weil Reierson immer mit auf der Bank ist, immer im Kader. Ah gut, hier hat man ja auch, glaube ich, nur 4 oder 5 Plätze. Boah, zum Auswechseln. Nee, Schmiedebach würde ich jetzt nicht sagen. Alter, war der gefährlich, der Schuss. Super Rode, wa? Wurde kein Originalgesicht hat, knapp ich irgendwie. Dann würde ich jetzt erstmal schnell einen Wechsel vornehmen. Was habe ich denn hier alle getan? Ingwarzen kann jetzt rein, vielleicht für Mali, da darf ich mal ausruhen. Bring ich noch Polter, bring ich Polter nicht. Sagen wir mal, jetzt darf sich Kröter mal ausruhen, der ist so krass. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht schon das Video gesehen habt mit Böder von Union, wo er das Stickerheft kaufen will. Wo er Union Stickerheft kauft und seinen Sticker sucht. Das ist ganz lustig eigentlich. Und ja, es gibt jetzt ein Union Stickerheft bei Rewe. Und mal sehen, vielleicht hole ich mir das ja und zeige euch da mal, wie das aussieht. Falls ihr auch mal wissen wollt, ob es sich lohnt, das zu holen. Ich finde es ganz cool und Böter ist echt ein krasser Spieler. Da sieht man mal, wenn man immer denkt, naja, die Profis, die sind da athletisch so krass drauf, da kann man noch niemals mithalten. Böter ist aus der Regionalliga gekommen, ich meine, natürlich sportlich war da schon, aber hat auch viel selber gemacht mit Training, mit hat selber abgenommen noch mit Ernährungsumstellung und sonst was, um fitter zu werden damals. Und man sieht, er hat 2 Jahre Training bei den Profis. Und ist, keine Ahnung, der drittschnellste bei Union oder so. Also, wenn man jetzt bei FIFA die Werte zum Beispiel vergleicht, aber man sieht so auf dem Platz, der rennt so wie Lenz und Trimmel, der rennt richtig schnell die Linie runter und der ist genauso schnell wie die anderen benutzt. Wie gestern! Boah! Das war denn Abwehr schief gelaufen gerade. Ich wollte ihn einfach wegköpfen und das klappt nicht. Aber, jetzt vorne mit Ingwarzen. Alter! Kommt er körperlich nicht gegen an. Aber Böter sieht man, 2 Jahre Profi-Training und der ist so schnell wie alle anderen. Also dementsprechend kann man, wenn man den Willen hat. Und er hat vor allem auch am Ball das Talent, kann man locker mithalten mit anderen, die jahrelang da oben spielen. Manchmal denke ich mal, die sind auch kaputt gespielt durch das Leistungszentrum, weil sie ihren Körper schon kaputt gemacht haben einfach. Durch diese unglaublich harte Training schon in der Jugend. Manchmal auch nicht so gut. Boah,
Ja, war jetzt nicht so aufregend. Frankfurt hat drei hohe, große Chancen gehabt, die drei Hochkaräter. Hat die nicht verwerten können, waren aber gefährlich. Und Anderson macht hier mal wieder seit 9 Spielen das Tor. Seit 8-9 Spielen. Ich habe nicht ganz genau mitgezählt, aber ja, Union heute effizient, so wie Leverkusen gegen uns im letzten Spiel. Ein Schuss, ein Tor, Union. Eieieiei. Und damit niemals und niemals vergessen, Eisern Union. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.